Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind gerade hier vor Ort, um mal ein bisschen hier aufzuräumen. Persönlich gesagt. Und das werden wir jetzt auch machen, indem wir... da steht ja auch noch einer. Fupp! Schnell ab ins Gebüsch. Hehehe. Jo. Das haben die sich zu leicht vorgestellt. Idioten. Alarm! Alarm! Das klingt nach Ärger. Feinbart, du kannst Fisch nicht fliehen! Du Ratte! Zack. Dann komm mal her. Zack, zack. Bumm. Fuck. So. Zack. Das ist nicht normal. Nee. Ist es auch nicht. So. Mal schnell hier. Zack, zack. Warte mal. Wer ist das gewesen? Da oben der. Okay. Nehmen wir uns den gleich auch mit. Ich mach mal, wenn wir eh hier schon, ne, dabei sind. Hey! Ne? Zack! Was? Hab dich! Ach, komm schon. Zack, zack, zack. Du willst einen Pfeil- und Bogenkampf? Bitteschön. Tod bestätigen. Zack. Dann haben wir nämlich gleich mal ein bisschen hier das gleich mitgenommen. Oh. Ja, sorry, ich hatte gerade noch die gerade noch Assassin's hier Assassin's Creed, sage ich schon, gerade noch Dings gespielt, The Division, und da war natürlich die Steuerung wieder total anders als hier, aber ich müsste doch rein theoretisch, wenn ich jetzt hier... Genau, das wollte ich machen. So. Der ist so, ne? Zack. Bei den Göttern. Zack. Bist du verrückt? Ich? Meinst du mich? Oh. Zack. Keine Ahnung. Irgendwo wird bestimmt noch einer rumhängen. Da. Nebenbei. Zack, zack, zack. Zack. Der Schatz ist da hinten irgendwo, das weiß ich. Hilf den Zivilisten. Okay. Tür aufschließen. Nebenbei, ne? Ah ne, hier ist der Schatz. Oder gibt's hier auch mehrere? Das kann natürlich nebenbei auch sein. Das hier auch, genau, zwei. Okay. Zack, zack, zack. Hier nichts, hier nichts, hier nichts. Da noch was. Was ich noch übersehen habe. Hey. So, ab nach da oben. Das muss Meretz Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Wo? Hey.
Bin ich jetzt blöd? Irgendwo müsste doch noch der zweite Schatz sein. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht den zweiten Schatz gehoben habe. Ach, da hinten. Okay. Das heißt, ich müsste, glaube ich, hier, genau. Hier. Hier irgendwo ist der zweite Schatz versteckt. Hä? Ach, in der Höhle. In der Höhle. Ja, guten Tag. Hä? Irgendwo da unten. Hui. Ordentlich. Ordentliches Schätzchen, ne? Oh. So. Ja, ich weiß. Lass mich jetzt mal kurz machen. Irgendwo hier muss ein Schatz sein. Da weiter. Ha! Da vorne. Und... Hier liegt nebenbei auch so noch ordentlich rum. Ja, also D3 ist klar. Okay. Hep und hier, voilà. Nach hier oben. Die drei auch nochmal. Damit ich hier... Oh, Herstellung verfügbar. Das ist natürlich noch besser. Das ist natürlich noch besser. Wenn auch noch eine Herstellung verfügbar ist. So. Pferdchen. Dann wollen wir mal zu deinem Meister dich bringen. Ab zu deinem Meister. Mal kurz auf der Karte gucken, nicht, dass hier irgendwo ein Filakitai oder so rumhängt. Aber nee, ist alles okay. Denn er hat seine Männer hier angewiesen, dir zu helfen. Ich brauche keine Hilfe. Die stehen sowieso immer nur im Weg rum. Oder rennen rein. Hi Leute. Achso, ich muss mit dem hier nach vorne. Jetzt absteigen. Ah. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Hm, gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Ja, als ob. Als ob, das ist jetzt halte nicht dich wirklich... an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Will ich auch hoffen, dass das nicht wieder irgendein Scheiß ist hier. Hä? Habe ich da nichts Neues? Ich dachte, ich hätte jetzt da was Neues aufgesammelt. Naja. Ah nee, das sind wegen der Verbesserung ist das. Das ist wegen der Verbesserung.
deswegen. Genau, und hier. Ja, nett. So, und dich kann ich herstellen. Das ist gut, weil das Brustschutz ist ja für mehr Gesundheit. Was natürlich praktisch ist. Moment, Ziele. Die Hyäne. Okay. Ihr Verstärk ist... Hoch. Wieso leuchtet der denn so? Ihr Versteck ist da. Ja, das ist ja praktisch. Hier hinten kann ich dann gleich mal gucken, was da so komisch leuchtet. So, hallo. Moin, Hallöchen. So. Dann komm mal her. Hier, balla. Dann machen wir erstmal kurz gucken, nur mal gucken, was das hier für ein Gebiet, für ein Kram hier ist. Ich weiß, weil es mich interessiert, was hier so leuchtet. Achso, das ist die große Sphinx. Interessant. Interessant. Das ist die große Sphinx. Betonung auf groß. Also die ist ja nicht allzu groß. Was ist hier? Interagieren? Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Traumstele. Hier liegt die Statue des großen Chypren, des Ruhmreichen, des Respektierten, des Schützlings von Re Memphis. Und die großen Städte bewundern sein Gesicht und bringen seinem Ka große Opfer dar. Eines Tages, als die Sonne hoch stand, kam Prinz Tutmosis hierher und ruhte sich in seinem Schatten aus. Als er träumte, sprach der große Gott zu ihm: Seh mich an, mein Sohn, denn ich bin dein Vater, Herematek, Cheren Re Atum. Untersuche meinen Körper, der wie ein Sterbender den Verfall preisgegeben wurde. Die Wüste, die ich einst beherrschte, widersetzt sich mir nun. Vor allen Lebenden bewahre ich dir die Krone, wenn du mich von meiner Bürde befreit hast. Okay. Interessant. Interessant. Da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Da ist eindeutig ein Bild. Die Frage ist... Oh, Sandstein. Sandsturm. Körper bewundern, ne? Vielleicht komme ich hier oben irgendwie was... Vielleicht ist hier oben irgendwas drauf. Nee, ne? Oder hier unter? Unten irgendwas zu sehen? Nee, nicht wirklich. Das werde ich später auch noch untersuchen. Betonung auf später. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Da. Und dann gehe ich mal rein. Das tue ich mir jetzt mal an. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Genau. Ja, hier ist ein bisschen Zeug. Will ich da runter? Sphinx-Geheimgang. Okay. Ich müsste doch
genau. Wollte gerade sagen, ich müsste doch eigentlich... Kann ich? Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, eventuell könnte ich, ne, dann die Fackel anzünden. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Ja, bestimmt. Es gibt bestimmt einen Weg. Da zum Beispiel. Aber da wollte ich eigentlich noch gar nicht rein. Weil ich schauen wollte, ob hier noch was liegt, aber nee. Anscheinend nicht. Vorsicht. Ich schätze mal nämlich, da sollte ich nicht runterfallen. Haha. Pum, geplündert. Und. Na. Plump, geplündert. Aber es fehlt immer noch einer. Es fehlt immer noch einer. Warte mal. Okay, da geht's runter. Ich war mir da nicht ganz sicher, nämlich. Okay. Sieht so schräg aus, das. Große Sphinx ist auch gut. Ach, hier geht's überall noch lang, Alter. Groß ist sie wirklich, dann. Achso, hier hinten geht gar nicht weiter und hier schnell mal gucken, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas übersehe. So, aber sieht nicht so aus. Also hier kommt man noch runter. Hallöchen. Da. Bayamun. Was ist das? Bayamun, was ist das? Ja. Gute Frage, was das ist, ne? Es ist ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist eine Karte von den ganz... Wo denn zum Beispiel, glaube ich, die Steinfundamente sind. Ich meine mal, hier ist die Sphinx und die Pyramiden. Ne? Wenn man mal so guckt, Sphinx, Pyramiden. Und hier sieht man so einzelne... Warte mal, das muss ich mir mal so Foto machen. Oh mein Gott. Wenn man mal bedenkt. Warte mal, dann müsste ja. Warte mal, Sphinx, Pyramide, Pyramide, Pyramide. Kleine Pyramiden. Dann müsste ja an der Ecke von einer der kleinen Pyramiden. Warte mal, das ist die Sphinx. Das sind die großen Pyramiden. Zwei großen Sphinx. Okay. Warte mal, die Sphinx sitzt ja so. Das heißt, hier hinten irgendwo muss noch... Also hier müsste eigentlich noch die Pyramiden weitergehen. Und irgendwo hier ganz hinten... Genau, hier sieht man leicht auch die Pyramiden. Das heißt, rein theoretisch müsste hier irgendwo noch so Dings sein. Finde ich interessant. Schon mal. Aber da hinten ist noch was. Dass ich, da ist der dritte Schatz. Okay. Aber ich find's ja geil. Geheimgang Sphinx. Sphinx Geheimgang. Ich find's cool.
Ich habe mir jetzt ja dieses Foto da gemacht, das heißt, dementsprechend kann ich ja später im Nachhinein mal schauen, ohne dass ich da großartig jetzt wieder runterkriechen muss, wo circa ein Ding sein könnte. So, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Assassin's Creed Origins. Und mir, eurem Livos Kisan, alias Magi. Also, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.